Hello, I'm talking English because this video is mostly for the Ori fan club on Facebook, a group. The link is in the description. My main problem is here, you see. I think the water comes too fast. You have too much Gegner. And yes, the controlling is very difficult. You have to use the key from the keyboard, the space key, then the cursor key, and the mouse to catapult yourself with this energy balls here. And yes, it's very frustrating because Ori is a very beautiful game, a very beautiful atmosphere and style, and I love now it works. It works, and then yes, and then you have to use this here, and you have to reach the right moment, and you can use, and because the water comes and the flute. I love this style. I love the fantasy style, or life. I love fantasy generally, but this game, I think it's too hard and too difficult, and it's very frustrating that you cannot reach the point that the story can go further. And yes, this is my problem. I'm not afraid for difficult parts in a game or jump and run. I play jump and run since I was a child. But this here, this is a hardcore style. You have to make so many things at the same time and so fast. And I'm very thankful that you have here a little save point and not have to start from the beginning. I know it's possible to reach this this point, or the bash, or this Ginzo tree. I saw it in another gameplays, but you need a luck too. But yes. Vielleicht an der Stelle nochmal auf Deutsch. Nicht wundern, dass jetzt der Red Panda nicht mit mir lippensynchron ist. Aber ich habe bei der Aufnahme, also das ist jetzt hier nachsynchronisiert, ich habe bei der Aufnahme nämlich das Mikrofon ausgehabt. Komischerweise. Deswegen, das ist jetzt nochmal nachsynchronisiert für eine, das Video ist hauptsächlich für eine Facebook-Gruppe. Der Link ist in der Beschreibung, wo sich mit Ori beschäftigt, beziehungsweise mit dem Spiel beschäftigt. Und es geht darum, und ihr seht das Problem, um diese Stelle hier, wo ich einfach nicht weiterkomme, weil hier springt dich jetzt ein Gegner an, von dem du ja auch wissen musst, dass er da ist. Ja, und ja, hier haben sie noch eine, und hier müsste man jetzt eigentlich den nächsten Punkt setzen, dass man praktisch ja, dass man praktisch sich jetzt von dem Gegner, von dieser komischen Spinne wieder katapultieren lässt. Aber das muss man ja vorher wissen, und wenn man es nicht weiß, springt man einfach in die Dornen rein, und wenn man es weiß, dann springt man vielleicht auch falsch, weil man ja nicht weiß, in welche Richtung das man muss. Ja, jetzt nochmal, was ich vorhin auf Englisch gesagt habe, nochmal auf Deutsch. Ich habe es auch ein paar Mal schon in den Spielen erwähnt, in den Gameplays.
Ori ist ein wunderschönes Spiel von der Optik her, von der Story her. Ja, gut, die Story, manche streiten sich jetzt auch darüber, ob die Story wirklich gut ist. Ich finde sie gut. Vor allem dieses Fantasy-Flair und dieses Ganze, das ist wirklich wunderschön. Aber ich habe gestern gedacht, hip hip hurra, ich habe dieses unglaublich schwere Geschicklichkeitsrätsel gelöst, um jetzt da mal weiterzukommen, um das Herz des Ginsobaums zu befreien. Und jetzt muss man eigentlich nur noch vor der Flut abhauen. Aber das sind jetzt so viele Fallstricke drin, dass ich wirklich, also was man hier sieht, ist jetzt nur die Spitze vom Eisberg. Ich bin bestimmt schon 50 Mal gestorben oder so. Und irgendwann hat man auch gar keine Lust mehr. Also ich bin ganz ehrlich, ich stehe kurz davor, aufzugeben und mir dann einfach das Gameplay, ich habe bisher auch kein Gameplay jetzt von anderen Spielern angeguckt, weil ich mich auch nicht spoilern lassen wollte. Ich will mich ja auch überraschen lassen von den ganzen Zwischenfilmen und so. Aber ich bin wirklich kurz davor zu sagen, okay, das war's. Ori hat mich besiegt, ja. Und ich werde mir das Gameplay woanders angucken. Aber ich habe zum Beispiel bei Little Nightmares schon gemacht und so. Einfach, um, ja, um wenigstens irgendwie ein bisschen noch was von Ori zu haben. So, weiter wie bisher an der Stelle mit der Spinne bin ich leider nicht gekommen. Ja. Thank you for watching this video. See you and bye.